Begrab mich mit einem Fass Bier, einen Humpen. Hallöchen! Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Mit einem Fass Bier begraben. Hab ich gehört? Nein. Lang ist es her. Ich glaube, ein oder zwei Wochen. Ja. Kam nur nichts. Ich bin gelaufen. Weil ein bisschen was passiert ist, ein bisschen was noch passiert, deswegen war für mich aufnehmen gerade nicht so möglich. Aber jetzt geht's weiter. Und wir gehen noch mal in das Spukhaus. Aua, nicht ziehen! Du wolltest doch Zöpfe. Aber nicht, dass du die Haare ziehst. Eins geht nicht ohne das andere. Dann will ich sie nicht. So, da sind wir. Hexer, Hexer! Corinne, sieh nur, wer da ist. Ihr wohnt jetzt zusammen. Wusste ich nicht. Als du gesagt hast, dass Sarah für meine Albträume verantwortlich ist, wollte ich wissen, ob der Teufel so schwarz ist, wie er oder sie gemalt wird. Ich bin hergekommen und habe kein Monster gefunden, sondern unsere kleine Sarah. Ich weiß nicht warum, aber wir haben uns sofort verstanden. Vor langer Zeit begannen die Menschen in einer Welt voller Monster mit dem Bau von Städten, um sich zu schützen. Doch da es Monster auch innerhalb von Stadtmauern gibt, mussten sich die Menschen weiterhin fürchten. Die Wahrheit ist, dass Mauern keine Sicherheit garantieren können. Der Ort, an dem man sich ein- und alle anderen ausschließt, ist kein Zuhause. Zuhause ist ein Ort, den man erst nach langen Reisen findet. Okay. Oh, Geralt, was ist los mit dir? Fällt mir hier runter. So. Ja. Okay, nach Skellige brauchen wir noch nicht. Dafür haben wir leider noch nicht das Level. Ich will auch noch nicht nach Skellige. Welches Level? Wir haben Level 10. Fliegende Fäuste. Ich würde sagen, wir können mal das mit Kera machen. Weil wir brauchen noch ein Item. Also kommen dann noch ein paar Quests. Und wir bekommen dafür auch noch was. Ein Item, was wir benötigen. Okay, wir reisen nach Mittelhain. Was haben wir denn hier? Na dann geh doch. Geh einfach, wenn da alles so leid ist. Wunderbar. Die Wache ist am Pennen. Die macht den Job gut. So. Mittelhain ist, glaube ich, am schnellsten. Suche an der Küste und in der Nähe von Häfen nach Böten. Boote, Boote, Boote. So. Oh, der musste gerade. Irgendwie hat er Ladeprobleme. Gehen wir einfach Querfeld ein. So. Erstmal hier wieder ernten. Hat er sie gebraucht? Verfluchte Viecher! Verfluchte Viecher!
Kayra, was machst du? Geralt, hast du mich aber erschreckt. Aber nein, der Magier sagt, ich soll ihm Ratten bringen. Gesunde, keine, die die Katze anschleppt. Ist das die Lampe aus dem Versteck des Elfen? Und was war das mit den Ratten? Unwichtig, das erkläre ich später. Sag mir, wie komme ich zu dem Vergnügen? Hä? Wie sagtest du jetzt eine Bitte an mich? Du sagtest, du wolltest etwas von mir. So ist es. Nach wie vor. Die verfluchte Insel im Sturmsee. Du hast sicher von ihr gehört. Die Bauern hier reden ständig darüber, über die Geister, die dort hausen. Sie sagen, wer dorthin geht, kehrt nicht zurück. Was für ein Fluch ist das? Das weiß ich nicht. Ich muss diesen Zauber brechen, aber habe seinen Ursprung noch nicht gefunden. Du musst doch etwas wissen. Ein bisschen. Der Fluch hängt irgendwie mit dem Turm zusammen, in dem Viserat, der Herr über dieses Land, beim Angriff durch Nilfgaard Unterschlupf fand. Im Dorf sagen sie, ein paar verzweifelte Bauern segelten zu der Reuseninsel, wollten um Essen betteln, doch es kam zu einem Massaker. Würdest du mir also bitte helfen, den Fluch zu brechen? Du kennst dich doch mit sowas aus. Klar. Schon gut, ich helfe dir. Ich wusste, du könntest nicht Nein sagen. Natürlich musst du zur Reuseninsel segeln. Na schön. Und dann? Nun, die Geister auf der Insel. Du müsstest mit ihnen irgendwie in Verbindung treten. Vielleicht können sie uns zeigen, woher der Fluch stammt. Meinst du, sie haben Lust auf ein Schwätzchen? Natürlich. Wenn du meine magische Lampe dabei hast, du kannst sie danach gern behalten, zum Dank. Wirst sie sicher gut gebrauchen können. Wie funktioniert sie? Wie funktioniert die Lampe eigentlich? Ich meine, muss ich sie reiben oder irgendwas Magisches tun? Reiben kannst du dir sparen. Stell sie einfach dort ab, wo du Knochen findest und ein Gewisper hörst. Sei gewarnt. Es gibt gewiss angenehmere Dinge. Hab ich mir schon gedacht. Ich erzähl's dir später. Vielleicht lasse ich das Schlimmste weg. Das kannst du dir sparen. Ich gebe dir einen Xenogloss. Damit können wir uns über weite Entfernungen verständigen. Du beschreibst einfach, was du siehst, und ich sage dir, wonach du suchen sollst. Okay. Sollte ich noch etwas wissen, bevor ich gehe? Nein, das wäre alles. Gut. Ich will so eine Kette haben. So, jetzt geh schon. Ich bin so gespannt, was du auf der Reuseninsel findest. Komm hinterher unbedingt bei mir vorbei. Und Geralt? Danke. Bitte. Bitte, bitte. Ich sag doch mal, weil Geralt das überhaupt nicht sagt. Ja, ich weiß, wie ich Gegenstände ausrüsten kann. Das brauche ich auch, glaube ich, gar nicht erklären. Wieso steht da jetzt da Einladung von Untersuche alle Ver- oh, cool. Da. Da haben wir es doch. So. Okay, hier ist ein Boot. Boote. Ich höre hier was. Ich höre hier Ertrunkene. Ja. Was machen die denn hier so nah? So, dann segeln wir mal dahin. Aha! Oh ja, ich... Ja, dann ist es eigentlich dumm, dass der Text kommt. Oder je nachdem, was für ein Controller oder Tastatur, ja, die dementsprechende Taste da unten rechts, wie es da steht, drücken, halten. Ja, und mit links und rechts einfach segeln. Ja, wie soll ich schnell reisen? Denn an der Reuseninsel kein Hafen ist. Da.
Bin fast da. Wunderbar. Oh. Ich melde mich bald wieder bei dir. Wäre ich aber fast angefahren. Dieser Xenogloss. Kann ich mich damit auch bei dir melden oder funktioniert er nur in einer Richtung? Er funktioniert nur in einer Richtung, fürchte ich. Du musst meiner weiblichen Intuition. Ach du Kacke. Deiner was? Meiner weiblichen Intuition. Wunderbar. Kann es sein, dass es gleich gewittert? So. Da sind wir also. Hä? Was war das denn jetzt? Geralt? Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Oh, wir müssen erstmal ein bisschen was töten hier. Wartet mal. Was war denn anvisieren? Ich hab schon lange... Geralt? Bist du schon auf der Insel? Funktioniert der Schwimmer jetzt? Hörst du mich? Was? Ich höre nichts. Na toll. Schon kaputt. Mist. Oh, was war jetzt? Hast du gesagt? Du musst sehr vorsichtig sein. Hä? Erstmal alles looten von denen. Geralt, du steckst schon wieder das Schwert nicht weg, aber das wirst du gleich noch benötigen. Oh, das war ein falsches Getränk. Hier gibt es nämlich auch noch ein paar Quests dann später, die wir machen können. Steck doch das Schwert bitte weg, Geralt. So. Hallo, 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 hallo. Guck mal eben, ob ich irgendwas machen kann schon wieder. Ja, Bomben kann ich bauen. Drachentraum. Was brauchte ich da? Salpeter und Phosphor. Nice. Dann habe ich die jetzt auch schon mal. Ja, ist okay. Ich kann die Kräuter nicht aufsammeln. So. Oh, gute. Easy peasy lemon squeezy. Immer noch ein paar Pilze mit. Komisch, deshalb habe ich Spiele, wo hauptsächlich Pilze sind. Ein ganzes Rudel, das jetzt runterkommt. Verlieren wir den Nerv. Kiste. Müssen ja eh noch alles looten später. Aber wir müssen jetzt erstmal da rein. Aber ich sehe gerade, dass die Zeit rum ist. Und wie das Ganze weitergeht, das erfahren wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin.
einen wunderschönen Tag. Guten Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.